Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Tag in meiner Diät. Tag Nummer 6 ist angebrochen. Heute gab's das leckere Müsli zum Frühstück, zum Mittagessen gab's ein Brötchen belegt und zum Abendbrot gab's 2 Brötchen belegt, natürlich mit leckeren Sachen. So, jetzt wisst ihr, was ich heute zu mir genommen habe. Es war ja wieder ein sehr disziplinierter Tag in meiner Diät, wie ihr sehen konntet. Doch langsam merke ich, dass mir das Fett doch fehlt. Denn das Fett ist lecker. Zumindest die gesättigten Fettsäuren. Weil ich die jetzt schon seit einer Woche fast nicht mehr habe, merke ich schon, dass meine Stimmung beim Essen runtergeht, weil die Befriedigung nicht mehr da ist. So ein Mist aber auch. Aber es sind ja nicht mehr viele Wochen vor mir und man möchte ja auch eine langzeitliche Nahrungsänderung haben, dass die Ernährung sich ändert und zwar in die gesündere Ecke. Warum machen wir das? Weil es gibt verschiedene Fettsäuren. Also Fette setzen sich aus Fettsäuren zusammen und es gibt chemische Strukturen da drin und die sind in 3 Gruppen unterteilt und jetzt soll es erstmal um die gesättigten gehen. Die gesättigten Fettsäuren sind vor allem die im tierischen Lebensmitteln wie Fleisch und Wurstwaren, Butter und Sahne, aber auch in Kokosfett, Palmöl und Kakaobutter, also Süßigkeiten mit Schokolade, enthalten. Führen wir unserem Körper zu viel von dem gesättigten Fettsäuren zu, das ist mehr als 10% des Gesamtenergiehaushaltes unserer Nahrung am Tag, was ich bestimmt hatte, fördert das damit die Cholesterinbildung und somit das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das heißt also, wenn ihr viel Junkfood in euch reinballert, was natürlich super schmeckt und euch befriedigt, habt ihr aber im Umkehrschluss später mal in ein paar Jahrzehnten ein Problem. Früher kommt das Problem, dass man fettleibig wird. Das sieht man ja bei mir. Aber wer dann hingeht und auf andere Fettsäuren umsteigt oder die Nahrungsmenge etwas runtersetzt, der kommt dann auch wieder zu alter Power zurück. Obwohl ich das momentan in meiner Verfassung sehr schwer sehe, diese Ernährung weiterhin durchzuziehen. Aber das Schöne ist ja, man kann, wenn man es geschafft hat und die Ernährung sich umgestellt hat, man kann sich ja dann solche Highlights schaffen, indem man sagt, ich gehe einmal im Monat nur zu einem Fastfood-Tempel oder zweimal vielleicht, ne? Und nicht zweimal die Woche. Das heißt also, wenn man sich ja dann sagt, ich lebe gesund, aber später dann auch mal sündigen, baue diese Sündigung aber wieder ab, dann sollte das ja wieder in ein erträgliches, natürliches Niveau zurücktreten. Oh, gesättigte Fettsäuren sind geil. Nur leider nicht gut. Irgendwie ist es immer so. Das Gute ist böse und das Leckere ist noch böser. Und deshalb sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und ich hoffe, bis morgen. Soon, soon. Denn morgen ist Wiegen angesagt. Morgen wissen wir endlich, wie viel ich abgenommen habe. Ich denke mal, ich habe abgenommen, oder? Das sieht man schon richtig. Ich bin wirklich ein Hungerhaken geworden. Soon, soon.